Nein, mittlerweile durchdringt ja das Thema Gesundheit komplett alle Lebensbereiche. Früher war Gesundheit eng definiert. Wenn Gesundheit war die Abwesenheit von Krankheit und für die Gesundheit war der Arzt zuständig. Ja. Mittlerweile übernimmt man selbst wesentlich mehr Verantwortung für die eigene Gesundheit. Es geht in Ernährung, Sport und Fitness, mentale Gesundheit, die richtige angemessene Kleidung für die verschiedenen Klimas. Und es ist ein viel größeres Wissen auch um Gesundheit und Gesundheitserhaltung und Therapien da. Besonders in der Corona-Zeit ist da ein neues Bewusstsein nochmal entstanden. Man hat sich viel intensiver mit Thema Gesundheit, mit Impfen, mit Schutz auseinandergesetzt, als das jemals zuvor der Fall war. Nein, bei Gesundheit geht es immer mehr weg von dem kleinteiligen, individuellen Betrachten der eigenen Gesundheit und der Beziehung Patient-Arzt hin zu einer ganzheitlichen Eingebundenheit in meinen Lebensstil, Freizeitverhalten, mentale Gesundheit, aber auch Gesundheit am Arbeitsplatz. Und damit meine ich nicht nur die Ergonomie, sondern auch Stressfaktoren, Ernährungsfaktoren, habe ich da eine vernünftige Kantine, bin ich auf Fastfood angewiesen, habe ich eine vernünftige Work-Life-Balance, wie ernähre ich mich, Nahrungsergänzungsmittel, da gibt es ganz, ganz viele Facetten, die den Leuten mittlerweile sehr wichtig geworden sind und die auch sehr ernst genommen werden und die ein Milliardengeschäft auch darstellen. Naja, diese Milliardengeschäfte, die sind natürlich für die Industrie ein Wahnsinn. Ja, nehmen Sie nur mal alleine den Bereich, alleine was mit Gesundheits-Apps verdient wird und in wie viele Bereiche die reingehen. Ja, von der Blutzuckerüberwachung bis zur Überwachung meines Blutdrucks, bis zum Schrittzähler, bis zur Atemkontrolle gibt es da alles. Ja, dann gibt es die Wearables, die einen Schritt weitergehen. Ja, das sind diese Messsensoren bereits eingebaut und regulieren auch meine Körpertemperatur durch intelligente Textilien. Das ist ein Markt, der boomt. Da steht der große Durchbruch und der große Knaller erst noch bevor. Dann der ganze Bereich Fitness. Ja, früher war Fitness, man wollte gut aussehen, abnehmen, Muskeln aufbauen. Heute heißt es Medical Fitness. Ja. Das zieht sich durch den ganzen Lebensbereich und besteht nicht nur aus dem Fitnessstudio, das ich vielleicht mal besuche. Ja, es gibt mittlerweile Trainings zu Hause, wo ich einen Spiegel habe, auf dem Spiegel ein eingebauter Monitor, mein Personal Trainer erscheint und mit mir zu Hause in meiner Umgebung mit mir ein Personal Fitness Training durchführt. Es gibt alle möglichen Apps. Es gibt Abos für zu Hause. Ich kann mir mittlerweile Fitnessgeräte leasen oder mieten für zu Hause. Die werden gebracht, die werden abgeholt. Ist ein Riesenmarkt, ja, nicht zu vergessen. Alle Sachen, die da dranhängen, das ganze Equipment, ja, nicht nur Ausrüstung, sondern auch Bekleidung, Nahrungsergänzung, was weiß ich, das ist ein Milliardenmarkt. Ja, ich weiß es zumindest für digitale Produkte. Da war der weltweite Marktwert im letzten Jahr 979 Milliarden. Nur für digitale Produkte. So, dann haben wir noch die Themenbereiche Preventative Health, ja, wo es auch um Wellness, um Kuren, um Reisen, um Freizeitgestaltung geht. Und wir haben das Thema Corporate Health, was ganz wichtig ist, weil natürlich auch der Arbeitgeber nicht nur eine Pflicht hat, zur Fürsorge seiner Mitarbeiter, sondern mit Sicherheit, wenn er intelligent ist, auch den Wunsch, sich gut um die zu kümmern, weil es immer weniger gute Kräfte gibt und die, die dann da sind, die möchte ich mir natürlich erhalten. Und zwar nicht nur im Sinne von Erhaltung der Arbeitskraft, sondern auch von Erhaltung, dass sie sich bei mir wohlfühlen, weil sie sich auch gesundheitlich gut betreut und umsorgt fühlen.
Tja, das fängt bei sowas Simplem an, wie ein richtig guter Bürostuhl. Ja? Rückenschmerzen sind nach wie vor der Nummer eins Grund für Abwesenheiten vom Arbeitsplatz und für Krankheit. Rückenschmerzen. Ja? Ein guter Bürostuhl, ein ergonomischer, kostet rund 1.700 €, ist nicht billig, aber immer noch billiger als viele Abwesenheitstage. Und was die meisten gar nicht wissen, man kann sich so einen Bürostuhl per Rezept verschreiben lassen und dann wird ein Teil davon über die Krankenkasse wiedererstattet. Also das sollten Unternehmen auch wissen. Ja, stimmt ja auch. Die Medizintechnik ist sicherlich nach wie vor der treibende Schlüsselfaktor im Megatrend Gesundheitswesen. Und auch da gibt es natürlich viele Trends und ist ein Riesenpotenzial, weil Gesundheit ist nun mal Nummer eins. Wir alle wollen länger leben und es möglichst gesund. So, das fängt bei der klassischen Chirurgie an. Da wird immer mehr zum Thema Schlüssellochchirurgie entwickelt, weil man nicht mehr ohne triftigen Grund zu großen Operationen greifen möchte. Und es gibt einen ganz neuen Trend, der auch viel Potenzial bildet, das ist der sogenannte Femtech. In der Medizin hat man traditionell in der Lehre den männlichen Körper als Beispiel Orientierungspunkt genommen für Diagnosen und Therapien. Aber wie wir alle wissen, ja, gibt es ja einen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein. Und es kommt immer mehr frauenspezifische Medizintechnik auf den Markt, die sich auch um Frauenthemen kümmert, viele Frauenthemen enttabuisiert und damit auch kommerzialisiert. So, und wenn man jetzt den Kreis noch größer fasst, dann können wir uns auch noch über das Thema Healing Architecture unterhalten, wo es nämlich bereits beim Bau oder auch beim Umbau von Gebäuden oder Infrastrukturen um Faktoren wie das richtige Licht, das richtige Raumklima, die richtige Arbeitsumgebung, die richtige Akustik und so weiter geht. Und auch das ist natürlich logischerweise ein Milliardenmarkt. Naja, ich persönlich ganz einfach deswegen, weil Medizintechnik und Krankenhausmanagement und Biotech schon immer ein großer Teil meiner Aufgabe war. Ich habe 12 Jahre beim NHS, dem National Health Service Großbritanniens, gearbeitet in London und war viele Jahre Aufsichtsrat und Vorstand in Krankenhäusern, habe viele Jahre in der Medizintechnik gearbeitet und deswegen interessiert mich natürlich dieses Feld ganz besonders und deswegen weiß ich auch ein bisschen was darüber. Vielen Dank. Ja, ich bin Uwe Rembohr, Interim Manager, hat man rausgehört, spezialisiert auf Restrukturierung und Vertriebsthemen mit einem Schwerpunkt im Bereich Healthcare und Sie bleiben bitte richtig gut und vor allen Dingen richtig gesund.